Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automods 8. Ich bin Herr Keckli, schön, dass du wieder dabei bist oder hier hingefunden hast. In der letzten Folge haben wir ein bisschen, über Musik, also was heißt über Musik, so klein bisschen angeteasert gesprochen. Auch ein bisschen über Stardew Valley Zeiten. Obwohl, gar nicht so viel, was rede ich da? Wir haben den Hafen weitergemacht. In der Folge werden wir das jetzt auch weitermachen mit den Ketten und den Fichtenholzzäunen. Und wenn wir das fertig haben, kümmern wir uns um unsere Wegsteine, damit wir mal ein bisschen wieder rauskommen, mal ein bisschen wieder auf Abenteuer gehen, damit wir auch mal wieder ein bisschen was anderes sehen. Ne? Wie gesagt, das muss ja nur 3-4 Folgen sein, dass wir auf Abenteuer gehen und dann können wir wieder beim Dorf weitermachen. Aber dass man so zwischendurch mal ein bisschen was anderes sieht, weißt du, wie ich meine? Okay, pass auf. Ketten wollte ich noch machen. Stone Chain, die brauchen wir nicht. Da brauche ich bestimmt Eisen für, ne? Ja. Eisen und Eisenklumpen. Habe ich noch Eisen? Da habe ich noch ein bisschen Eisen. Da haben wir sogar noch Eisenblöcke. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viele Klumpen wir haben. Oh, okay. Zack, 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 zack. Dann schmeißen wir die mal da rein. Hallo? Alles rein damit. Dann verwandeln wir die Eisenblöcke mal hier in Eisenbarren. Ja, das ist viel Eisen. Was hier flöten geht, ne? Zack. Und dann hier auch nochmal. Zack. Das wird nie im Leben reichen. Ja, wir gucken erstmal. Ich schaue erstmal hinten. In einem Rucksack hatten wir doch... Hatten wir auch noch 18 Barren. Okay, das bringt uns gar nichts. Die Frage wäre natürlich... Genau, die Frage... Was ist das, Valiant Hearts? Oh ja, dieses Lied. Oh, das erkenne ich. Oh, da kriege ich direkt eine Gänsepelle. Oh, ich kann es nur immer wieder sagen. Valiant Hearts. Wenn ihr auf sowas Bock habt, gerne spielen. Es ist mega traurig. Es ist mega traurig und mega schön. Oh, dieses Spiel einfach. Oh, mein Herz gerade. Hier haben wir noch 30 Eisenblöcke. Okay, da wissen wir da Bescheid. 58 und 60. Ich nehme die Eisenblöcke... Was ist das denn hier? Roheisen? Ich nehme die Eisenblöcke schon mal mit. Weil ich mich gerade gar nicht sprechen bei dem... Oh, ist das so schön. Es ist schön und traurig zugleich. Deswegen, die ersten Sekunden von diesem Song habe ich direkt... Oder von dieser Melodie direkt wiedererkannt. Gut, das können wir auch mal wieder hier rausnehmen. Das können wir dann mal wieder einsortieren. Wenn wir ja gerade schon hier sind. Ich bin halt... Nein! Ich bin halt auch echt am Überlegen, ob ich echt mal wieder bald ein Kistenlager... Also ich möchte irgendwie... Irgendwie habe ich Bock auf ein Kistenlager. Ich weiß nicht. Oh Gott, dieses Piano. Oh Gott. Was ist das schön. Mein Herz. Es ist... Hui. Hui, 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 hui. Also das ist... wow. Einer der schönsten Lieder, die ich... je in einem Spiel gehört habe. Wow. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Und jetzt kommt bestimmt wieder irgendein Basher. gut. Jetzt mache ich nochmal ein paar... Ah, jetzt kommt auch noch der Song. Ey, hier kommen jetzt gerade nur ganze Zeit Banger. Was ist denn los? Ah, ich liebe dich doch, Musikgott. Gut, das sollte erstmal wieder reichen. Schauen wir mal. Wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt gerade nichts gesprochen habe, aber das Valiant Hearts gerne nochmal schauen. Oder sich gerne mal anschauen, das Spiel. Es ist wirklich
einer der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe, muss ich wirklich sagen. Kurz mal was getrunken. Auf ganz heimlicher Basis. So, okay. Hier ist noch. Ich brauche nochmal Knochenblöcke. Wir werden uns bald sehen, Freund. Da bin ich auch gespannt. Die Glasstadt. Ah. Ich habe so viel vor, ich komme gar nicht voran. Mann. Ich komme gar nicht voran. Das Ölding muss ich auch mal wegmachen, ne? Das sieht ja sowas von schäbig aus. So. Ja, sehr dramatisch. Aber du wirst gleich merken, es wird noch sehr schön. So, dann einmal den wieder weg. Dann einmal den wieder dran. Es ist gerade... Wow. Nee, dann erstmal wieder Kette. Gib mal Kette, Junge. Und dann wieder den hier, ne? Genau. Zack. Zack. Und zack. So wäre natürlich auch geil gewesen, ne? So. Ja, ich weiß, ich bin der Einzige, der es gerade lustig fand. Hasst mich nicht deswegen. So. So, meine Damen und Herren. Ich weiß gerade gar nicht, was ich... Das Ding ist, bei so einer epischen und wunderschönen Melodie, da traue ich mich manchmal gar nicht zu reden. Da traue ich mich manchmal gar nicht zu reden, weil das einfach so schön ist. Ich glaube, da wird auch wieder vor Abprüfung kommen, ne? Egal, scheiß was drauf. Da gebe ich jetzt mal einen herzlichen Fick drauf. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das Ding ist, es ist immer so schwierig, Songs da rauszufinden. Zumal die Songs ja aus Spielen sind, ne? Hatte ich jetzt schon öfters gehabt. Manche sind dann okay. Also da kommt dann nicht irgendwie, ja, das ist auf jeden Fall, da kriegst du Ärger, aber du darfst das ruhig benutzen. Ne, schöner ist natürlich, da überhaupt gar nichts stehen zu haben. Ne, das wäre natürlich schöner, aber in den meisten, oder was heißt in den meisten Fällen, bei manchen ist das halt schwierig. Zumal die bei mir in der Playlist manchmal anders eingespeichert sind, als sie dann... Nee, was mache ich? Als sie dann auf YouTube erkannt werden. Ne, das ist manchmal immer so ein Hin und Her. Ja, dann denkst du dir auch so, ja, muss das jetzt sein? Ne? Deswegen, ich meine, ich habe jetzt bis jetzt... Ich hatte das schon mal ein paar Mal, dass ich Musik hatte oder tatsächlich... Was heißt Musik? Also ja, auch Musik, aber jetzt nicht irgendwie aus dem Spiel oder so, sondern das war, glaube ich, so eine, wie heißt das, Symphonate? Symphonate von Beethoven oder irgendwie so? Von irgendeinem? Und das Ding ist halt, dass dieses in einigen Ländern verboten ist. Also wirklich, da stand, dass dieser Song... in einigen Ländern verboten ist, wo ich mir denke, es ist eine Symphonate von fucking Beethoven. Was ist denn darin jetzt verkehrt dran? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, ob man damit irgendwas anderes asozialisiert. ne? Aber es ist schon komisch. Ich meine, im Endeffekt, wir sind ja auch noch nicht monetarisiert. Wie heißt das? Monetarisiert, genau. Ich sag immer Monte. Ah, scheiß drauf, Digga. Monetarisiert. Aber natürlich fragt man sich da auch, huch, was soll das? Ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Klar, natürlich, ich habe dann auch schon versucht, da die Songs dann so ein bisschen rauszunehmen. Obwohl ich natürlich eigentlich schade finde, weil so zum Minecraft-Zocken oder so kann man das halt echt mal gerne hören. Ne? Und deswegen verstehe ich nicht, warum Beethovens Symphonate oder ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, ne? Das, ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das so sein wird. Aber da denkst du dir halt einfach, was soll das? Naja, so, es ist halt ohne Sinn irgendwie. Naja, wir müssen uns ja sowieso nicht drüber unterhalten, was sinnig ist und was nicht sinnig ist.
Ich glaube, das hat der ein oder andere schon bemerkt, dass einige Sachen sehr, sehr unsinnig sind. Ne, und ja. Ich finde es halt schade, dass man sowas irgendwie verbietet. Ne, das ist ja auch in den meisten, oder was heißt in den meisten, in manchen Ländern so, dass auch gewisse Seiten verboten werden oder YouTube verboten wird. Wo du dir denkst, warum? Warum? Es macht halt einfach null Sinn. Ne, es macht einfach null Sinn. Klar, natürlich, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, da steckt ja auch eine gewisse Politik dahinter und bla. Ja, das ist ja alles schön und gut. Vielleicht auch dem Aspekt, um die Kinder nicht zu verblöden, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben. Ne, man kann es halt auch echt übertreiben. Deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr schwachsinnig. Es macht halt auf vielen Ebenen einfach keinen Sinn. Aber gut, das muss ja jeder selber für sich entscheiden, ne? Ich finde es halt nur schade, dass Leuten diese Sachen genommen werden. Weißt du, zumal wir ja in einem digitalen Zeitalter leben, wo das natürlich unabdingbar ist, sowas. Ne? Also ich könnte mir ein Leben ohne YouTube, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ne? Gut, ich bin ja natürlich auch mit YouTube groß geworden. Ne? Das sind ja viele gar nicht mehr. Ne? Oder die heutige Generation, die kennt das ja gar nicht. Ne? Damals noch 2013, auch wie schön war das, nur 10 bis 15 Minuten Folgen hochladen zu dürfen. Ne? Da war nichts mit über mehrere Stunden irgendwas hochladen. Ne. Da waren dann nur 10 Minuten, dann irgendwann 15 Minuten und dann war das immer so peu à peu, ist das dann hochgegangen. Ne? Und damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es damals OBS schon gab. Aber damals, das kennen ja auch viele gar nicht mehr. Entweder Bandicam, ich glaube, Bandicam gab es damals schon. Oder halt, was viele benutzt haben, war Fraps. Ne? Da musstest du auch Geld für bezahlen. Ich glaube, so teuer war das gar nicht. Aber nee. Ich hatte tatsächlich, ja, da muss ich echt zugeben, hatte ich mir das nicht gekauft, sondern ich hatte, ne, auf anderen Wegen irgendwie, ne, Hochhilfe, Fraps benutzt. Man war damals jung, man hatte keine Kohle, was soll ich dir sagen? Und damals ging das dann halt noch. Ne, das ist genauso wie mit, das weiß ich auch noch, Schnittprogramm. Damals ging das noch, ne, da hattest du eine Demo-Version gehabt und das ging dann irgendwie einen Monat. Das Gute war daran, du konntest bei deinem PC einfach die Zeit wieder zurückstellen und konntest es weiter benutzen, weil das Programm dann dachte, ah, okay, ja, es ist eine Vergangenheit, es ist jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt den 17.8. oder den 18.8. haben wir ja heute. Oder den 19., ich weiß es nicht. Egal, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich glaube Montag. Aber im System machst du das halt einen Monat vorher, also nicht August, sondern Juli. Und das Programm dachte dann, ach ja, es ist ja Juli, ein Monat kostenlos ne, das Programm benutzen. Ja, damals konnte man diese Tricks machen. Was mache ich denn hier? Heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Nee, ich glaube, heute funktioniert das auch. Ach, hat er jetzt... Warum hat er denn jetzt direkt das Ding gemacht? Nee, noch nicht. Und so habe ich das tatsächlich auch damals gemacht. Einfach, die Zeit zurückgestellt. Ich meine, mir war es egal, ob bei mir auf dem Rechner die richtige Zeit angezeigt wird. Das war mir sowas von Wumpe. So, warte mal, ich will mal kurz was ausprobieren. So. Nee. Ah. Okay. Okay, das geht natürlich dann, das spart natürlich wieder ein bisschen Zeit. Sehr schön. Ja. Und man merkt halt, ich habe ja die ganzen Minecraft-Folgen damals, das ganze Minecraft-Let's Play damals, habe ich ja alles noch auf dem Erstkanal. Ne? Natürlich heute alles auf privat gestellt, weil, nein.
Nein. Ne? Und theoretisch hatte ich das ja so gemacht oder so vorgehabt, dass ich, je nachdem, wenn wir eine gewisse, eine gewisse Folgenanzahl erreichen, wie zum Beispiel jetzt zu den 500. Folge, dass dann halt eine Folge vom ganz, ganz ersten Minecraft Let's Play rauskommt. Habe ich natürlich wieder verträumt, verpennt, wie auch immer. Ich meine, da kam ja auch der Song raus. Das wird auch, glaube ich, erstmal der letzte sein, der dann da sein wird. Weil das war ja nur aus Spaß. Das war wirklich nur aus Spaß, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie... Okay, pass auf, ich sehe gar nichts mehr. Ich gehe mal kurz pennen. Das war... Hilfe? Hilfe! Dass ich da irgendwie was machen möchte und... Ich habe doch... Ich habe da momentan auch irgendwie keine Lust drauf. Ne, ich will zocken, ich will zocken. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal wieder Urlaub habe. So wie es aussieht, eigentlich war der Plan ja, dass man dieses Jahr dann wieder nach Kroatien fliegt. Oder was heißt wieder? Wir sind ja dieses Jahr schon nach Jeut geflogen und wollten eigentlich noch nach Kroatien fliegen. Aber da sich das dann alles so entwickelt hat, dass man auch niemanden hatte, jetzt wegen dem Hund aufpassen, beziehungsweise man hatte jemanden, aber diese Person hatte abgesagt, weil diese Person in diesem Zeitpunkt operiert wird und das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann sagte Vater, ja, okay, dann bleibe ich auch zu Hause und ja, jetzt ist das, es ist alles ein bisschen kompliziert. Jetzt weiß man nicht, fliegt man nicht. Also ich sagte ganz ehrlich, ich brauche es nicht unbedingt momentan, weil ich mir so denke, dann kann ich mir das Geld aber auch sparen. Weil natürlich jetzt auch das Einschläfern mit der Katze, das hat natürlich auch gut Geld gekostet. Ich glaube, knapp 240 Euro. Gut, man muss dazu sagen, man hat davor vorher noch ein Blutbild gemacht, um zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich Phase. So, ist das richtig so? Ja, ne? Und dann geht das hier runter. Genau. Genau. Und theoretisch, nein. Brauche ich das ja jetzt nicht abbauen, nö. Dann machen wir das nämlich einfach so. Und da kann man sich das Geld auch einfach sparen. Ne, man kann immer noch in den Urlaub fliegen. Ich meine, klar, natürlich, solange man kann und noch die Möglichkeit dazu hat, sollte man das natürlich machen. Es wird alles teurer und so weiter und so fort. Aber ich bin dir ganz ehrlich, momentan, ich weiß nicht. Ne, klar, natürlich, Urlaub schön und gut. Aber irgendwie, hallo? Hallo? Junge, aber irgendwie reizt es mich gar nicht, irgendwie wohin zu fliegen. Ich glaube, was mir momentan auf den Sack geht, ist halt dieses Fliegen. Ne, dieses, ja, ich meine, klar, natürlich ist zwar auch nicht lange, wenn man jetzt nach Joret fliegt. Ich glaube, nach Kroatien ist es auch gar nicht mal so lange. Aber trotzdem ist es natürlich immer ein bisschen nervig. So, genau, hier kommt ja jetzt auch noch einer hin. Pass auf, dann machen wir den hier. So. Ne, dann haben wir das nämlich... Obwohl, ne, dann müssen wir den nochmal hier eben so machen. Weil hier kommt ja wieder die Ketten hin. Und deswegen... Ich bin halt... Momentan habe ich irgendwie mehr Bock auf Zocken. Ich weiß nicht. Ich will halt zocken. Ist halt einfach so. Ne, ich glaube, das hatte ich... Genau, ich weiß gar nicht, war das beim Tomb Raider 2 Let's Play? Genau, da hatte ich, glaube ich, noch vorher aufgenommen. Ah ne, was mache ich denn hier? Bevor es in Urlaub ging, nach Joret. Und da hatte ich ja auch, glaube ich, schon gesagt, eigentlich könnt ihr auch zu Hause bleiben. Eigentlich könnte ich auch zu Hause bleiben. Ja. Weiß ich nicht. Ich brauche das momentan nicht. Es läuft eigentlich alles soweit gut, ne? Dass jetzt... sage, okay, boah, Alter, ich brauche jetzt unbedingt Urlaub. Ich muss jetzt unbedingt irgendwo hinfliegen. Und ich glaube auch tatsächlich, ich möchte vielleicht auch mal Urlaub mit anderen machen. Ne, ich glaube, darum geht es, glaube ich, auch ein bisschen bei mir. Da hat man natürlich mit dem einen oder anderen schon drüber geschnackt. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht irgendwann mal was werden sollte. Würde mich auf jeden Fall freuen. Natürlich, die Familienurlaube sind auch schön. Aber, ja, was soll ich dir sagen? Es ist halt Familie, ne? Und wie gesagt, wir waren da jetzt, glaube ich, auch schon, ach,
Lass mich lügen. Lass mich lügen. Anni, der geht jetzt wieder nicht, oder was? Ah, okay, dann muss ich den trotzdem abbauen. Huch, Hilfe. Nee, der geht tatsächlich nicht mehr. Ja, dass man halt ein bisschen was anderes erleben möchte, sehen möchte, wie auch immer, ne? Ich glaube, das ist es halt. So, pass auf. Irgendwie mache ich jetzt... Ich mache hier gerade ein bisschen Unfug, ne? Warte mal, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Und ja. So, warte mal. Ich brauche nochmal Zäuni. Wo sind sie? Die kann ich auch schon mal wieder rausnehmen. Wo sind denn die Zäune? Da sind sie. Klar, natürlich, wie gesagt, man sollte es so machen oder so lange machen, wie es halt funktioniert, wie es halt noch geht, ne? Es werden natürlich dementsprechend auch irgendwann andere Zeiten kommen, wo das dann halt nicht mehr so geht. Da muss man dann halt einfach schauen. Da muss man dann halt einfach schauen. So, hier ging das jetzt nicht, ne? Nee, das geht nur beim Zweier. Da müsste ich den theoretisch dann nochmal abbauen. Damit wir hier durchkommen. So. Ja, dann nochmal den hier. Und dann zack, zack, zack. Aber ja, man schaut. Man schaut. So. Pass auf, ich mach mal hier nochmal eben das Holzding. Und dann sind wir tatsächlich schon wieder ein bisschen über der Zeit. So, zack. Nein. Und dann zack. Ah ne, jetzt habe ich den wieder. Jetzt habe ich den wieder. Ja. Das war nicht schlau. Pass auf, das mache ich jetzt nochmal eben hier, ne? So, zack. Dann mache ich jetzt einfach. Nein! Hör mal auf! Hä, jetzt hat er trotzdem. Ich verstehe es manchmal nicht. Gut. So. Dann einmal so und einmal so. Zack. Zack. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du zugeschaut hast. Und bald haben wir es ja. Okay, alles klar. Bis dann. Ciao.